Halli, hallo, hallo, hallo. So, wir reden. Hallo. Ich muss dich was fragen. Zeit ist Geld. Geschwätz ist kein Geld. Bist du wegen des Jobs hier oder was? Ja. Verflucht. Jemand mit Mut. Unglaublich. Geh und sprich mit meinem Sekundant, Rutger. Halt, erst ein paar Fragen zu dem Job. Ah, versau's nicht. Mach schnell. Was springt dabei raus? Ah, Rutger macht das. Er erledigt den Kleinkram für die Fargo Traders. Jetzt aber raus hier, ich hab zu tun. Okay. Der Job bringt dir 500 Hubscheine ein, wenn du Butch genau erzählen kannst, was mit all den Caravans passiert ist, die in letzter Zeit verschwunden sind. Also sammle jeden Beweis, den du finden kannst. Ich denke, ja, dass diese verdammten Water Merchants oder diese bewaffneten Fanatiker der Brotherhood of Steel dahinter stecken. Butch denkt, dass irgendein Claw of Death oder sowas gewesen ist. Geh zu Beth, sie weiß sicher mehr darüber. Wo ist Beth? Beth findest du, wenn du durch diese Tür und dann nach rechts gehst. Sie betreibt unser Waffengeschäft. Wenn du ihr erzählst, dass du für uns arbeitest, kriegst du 15% Rabatt. Danke, auf Wiedersehen. Aha. Gehen wir jetzt mal kurz vorbei. Wie bist du? Bibliothekar. Nein, ich wollte nicht zu dir. Mach mal hier die Tür auf. So. Da ist Beth. Ja, ein paar Fragen stellen. So. Manche meinen, die Water Merchants sind verantwortlich, aber das glaube ich nicht. Ich denke, es war dieser verdammte Deathclaw oder die Leute, die darüber Brotherhood of Steel, warum nicht die Water Merchants waren. Was ist die Deathclaw genannt? Der Deathclaw ist ein schreckliches Wesen, aus der Asche des Krieges entstehen konnte. Manche sagen, es ist ein mächtiger Geist aus dem Krieg umher sucht, aber sie sind kein Geist, so echt wie du und ich. Ist circa 6 Meter groß, ihre Zähne, ja, eine Deathclaw halt. Genau, du bist ja ganz schön verblüffend. Du hast irgendwo unter dem. Gibt es einen alten Mutanten, Old Town namens Harold? Oh, okay. Okay, okay. So. Ich suche aber einen bestimmten Händler. Der Weiß. Soll er keine 1000 mehr? Ist der hier drin? Lorenzo. Ja, komm, geh da rein. Mitch. Eieiei, wo finde ich denn den Typen? Auch nicht, auch nicht. Ah ne, da waren wir schon. Police? Weißt du, wen ich frag? Ach, gehen wir mal darüber.
Jacob. Was kann ich für dich tun? Fimeratics, da ist er ja. Nochmal zwei rein. So. Da haben wir den. So, wir werden jetzt Folgendes machen, Leute. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus aus der Stadt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um safe das Zeug von der Brotherhood of Steel zu holen, ja. Deswegen werden wir das auch tun. Die Deathclaw holen wir uns dann. Na komm. Zack. Okay, hier haben wir einen Feind. Oh! Eine Wegbeschreibung. Da hab Shadow Sense. Nee, ich weiß schon, was es ist. Jetzt kann ich mit ihm handeln, er hat aber immer noch nichts. Gut, tschüss. So. Zack, bumm. So. Nee, hier speichern wir mal kurz. So. Glow. Inventar. Benutzen wir zweimal Medics. Eins. Prozent Strahlungsresistenz und dann benutzen wir einfach einmal das. So. Wir haben jetzt ein paar Stunden, sind wir jetzt Strahlungsresistenz.
Passiert hier nichts. Ja. Gut. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. So. Ist auch nix. Aber was warst du? Nehmen wir mal das Werkzeug hier. Okay, bringt mir auch nichts. So blöde. Fahren wir ganz nach unten, komm. Das ist nochmal ein Aufzug. Versorgung, Hauptstrom. Wir speichern hier. So. So. Da oben liegt was. Oder? Nee. Hier was? Nö. Da sind Spinde, da wollen wir hin. So. Der explodiert gleich wieder was. Ich höre es schon. Zwei müssen wir dann auch noch klären, ja? Beim Hochfahren. So. Beim Hochfahren klimmen wir dann einmal zwei. Der spinnt.
Okay, ich brauche die rote Keycard, also muss ich in 2 hoch. Ich verstehe. Dann fahr mal schnell zu 2. Ja. So. Die rote Keycard, die rote Keycard. Granaten nehmen wir auch. Denn vielleicht kämpfen wir irgendwann gegen den Deathclaw. Dich lassen wir da, du bist zu schwer. So, in der nächsten Folge gehen wir dann weiter, Leute. Bis dahin, tschüss.